Die Frage, wer an einem Wiki-Piloten teilnehmen soll, wird häufig gestellt und ist meines Erachtens auch durchaus relevant. Da ist es so, dass ich lese mal einfach vor aus unserem Buch, zwischen zwei Gabeln der Lasagne, also irgendwie Mittagessen. Wir müssen über die Zusammensetzung der Pilotgruppe reden. Es dürfte eigentlich kein großes Problem sein, Kollegen zu rekrutieren. Wenn ich mich hier an den Tischen so umschaue, sehe ich sofort einige Leute, die garantiert gerne dabei sind. Paul Programmierer, Silke Social Web, Silvio Serververwaltung, da drüben sitzt Alex alles ausprobier, dort steht Timo Twitter und Helge Heavy User. Es ist in einem Unternehmen sehr einfach, Leute zu finden, die in einem Wiki Inhalte schreiben werden. Ja, die meisten, also es gibt, ich habe noch nie erlebt, dass ein Firmenwiki nach der Einführung abgeschaltet worden ist, weil sich irgendwer immer findet, der sinnvolle Inhalte einspielt. Nur wenn Sie diese Aufzählung von diesen idealtypischen Personas, die ich hier gerade vorgelesen habe, nehmen, dann sind das alles Leute, die sich relativ leicht rekrutieren lassen, die im Unternehmen auch eher mal Zeit haben, um sowas zu machen. Und das ist halt ein bisschen problematisch, ja? Wenn Sie einen Piloten, einen echten Piloten machen wollen, dann brauchen Sie einen repräsentativen Schnitt aus dem Unternehmen. Sie müssen nicht den Geschäftsführer haben, aber Sie brauchen irgendeine Führungskraft, die mitmacht. Jemand, Sie brauchen sowieso für ein erfolgreiches Wiki Strong Backing from the Top. Wenn Sie das haben, dann kriegen Sie auch jemanden aus der Geschäftsführung, aus einem Management Board, der sich da auch mal mit einbringt und ein paar eigene Inhalte formuliert. Auch um zu sehen, wie das funktioniert. Das ist wichtig. Sie brauchen auch eine Sekretärin, die nicht so technologieaffin ist, die an so ein Thema wie eine Software herangeführt werden muss, die daran teilnimmt. Denn wenn Sie diesen repräsentativen Personenkreis bekommen, dann haben Sie anschließend eine ganz andere Strahlwirkung. Oh, sorry, das Wort hat jetzt momentan eine etwas unschöne Nebenbedeutung. Also eine ganz andere Vorbildcharakter hat das, wenn ich einen repräsentativen Schnitt zwischen Personen habe in meinem Unternehmen und nicht nur die Geeks, nicht nur diejenigen, die man eh leicht. Da sagt nämlich mir dann der Mark Microsoft von der IT oder irgendjemand anders, der Gerd gebe ich nicht her aus unserem Buch, die sagen dann, ja, den klar, den Timo Twitter, der macht ja eh alles mit, der twittert ja auch. Ja? Kein Wunder, dass du den für dein Wiki hast begeistern können, aber das bringt uns betriebswirtschaftlich hier nicht voran. Wir sind nicht zum Spielen da, sondern wir wollen arbeiten. Und deswegen ist es ganz wichtig, in einem Pilotprojekt eine Struktur zu schaffen, die einem Projekt ähnlich ist, die einem Unternehmensbereich ähnlich ist und nicht nur die Supergeeks zu haben, sondern auch Manager, auch Sekretäre, Sachbearbeiter, Leute, die im Support arbeiten und so weiter, dass sie also da auch jemanden rekrutieren, der sagt, na gut, wenn mein Chef mir die Stunden gibt, dann nehme ich daran teil. Ja. Also wichtig, schaue jetzt gerade nochmal hier. In unserem Buch ist das ein sehr umfangreicher Bereich. Ich habe mich eben auch ein bisschen einlesen müssen, um das hier sinnvoll darstellen zu können. Ja, also Mund-zu-Mund-Propaganda steht hier noch. Ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn Sie es schaffen, innerhalb des Unternehmens dafür zu sorgen, einen erfolgreichen Piloten durchzuführen, dann verteilt sich das innerhalb des Unternehmens auch durch die Teilnehmer des Piloten. Und nichts ist besser als die Mund-zu-Mund-Propaganda von jemandem, der nicht technisch affin ist. Wenn der nämlich beim Mittagessen den anderen erzählt, dass es eine einfache Software ist, ist das was ganz anderes, als wenn Silvio Serververwaltung das macht. Dem eh alle sozusagen denken, der macht im Schlaf, lernt der neue Software. Und ja, so viel zur Struktur und der Besetzung eines Wikipiloten.